Willkommen zu Rocket Beans Gaming. Heute mit einem Thema, was mich besonders sehr interessiert. Freut mich immer, wenn es Thema ist: Virtual Reality. Und zwar Astrobot Rescue Mission. Auf das der PSVR, so ein bisschen die Firma oder die Technik, die VR zumindest gebrauchsfähig gemacht hat für den Normalkonsumenten, der nicht gleichzeitig auch noch das Geld für einen fetten Rechner hat. Also im Grunde die einzige Möglichkeit, VR so neben dieser Smartphone vor das Auge-Geschichte wirklich zu erleben. Was immer so ein bisschen crappy ist. Und es funktioniert aber überraschend gut, ne, weil die Bildschirme auch immer besser werden. Ja, ne? Aber PlayStation VR hat es halt so ein bisschen massentauglich gemacht. Ja. Hat ja auch ganz gute Verkäufe bisher. Mega verkauft. Über 3 Millionen Exemplare haben sie verkauft. Ja. Sehr schön. Aber Astrobot hast du noch nicht gespielt, ne? Nein, ich bin ich bin immer noch bei Firewatch tatsächlich hängen geblieben, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Firewall. Firewall, also im Grunde. Firewatch war ein anderes Spiel. War auch cool, aber völlig anderes Thema. Holzfäller, VR-Ballern. Ja, und ich habe noch nicht nachgeholt. Ne? Ich weiß ungefähr, was es ist. Ich habe auch Trailer gesehen und ich denke schon, es gibt ja nicht so viel Auswahl, was VR-Spiele angeht. Das heißt, nach und nach werde ich sie alle irgendwann gespielt haben. Aber es ist doch echt ganz schön, dass du das zumindest noch nicht gespielt hast, weil ich habe mich schon sehr tief in diese Welt begeben von Astrobot tatsächlich. Zu tief tatsächlich. Ja. Deswegen wirst aber du nachher den Anfang machen. Aber man kann ja erstmal sagen, geplant sind 3 Folgen. Das heißt, heute ist erstmal die 1. Folge und unser Gedanke war, ey, Astrobot ist wirklich ein richtig guter Titel. Und bevor wir jetzt irgendwie Dennis Richtarski oder irgendwie ihn spielen lassen, die eh schon mit VR sehr viel gespielt haben, nehmen wir ein paar Leute, unter anderem Arno. Das finde ich das Spektakulärste daran. Ich habe Arno eben noch vor einer Stunde getroffen. Ich wusste nicht, dass er der Teilnehmer ist. Er meinte, oh, Astrobot, da muss ich auch nachher hin. Das ist doch die VR-Ich. Und es war ihm sofort unangenehm, ne? Weil er wirklich, und diese Angst wollen wir ihm nehmen. Genau. Das ist ja eigentlich das Ziel. Und ich habe gestern eben Lisa gefragt und dann kam Arno von hinten so und meinte, ey, ich will auch. Und jetzt ist Arno halt auch dabei. Das heißt, später seht ihr auch noch Arno und so VR-unaffine Leute werden immer mal eine Viertelstunde spielen, je nachdem, wie so ein Level geht. Die sind immer so zwischen 10 bis 20 Minuten. Mhm. Und dann werden wir mal ein bisschen durchswitchen. So. Und wir werden das kommentieren von außen. Wir haben es einfach. Genau. Wir lachen dann nur über die Erfahrungen der anderen. Man kennt die Astrobot, das Universum ja schon. Das war für mich zum Beispiel auch neu. Habe ich mich jetzt erst eingelesen. Genau, der Punkt ist nämlich, dass es mal eine Playroom VR-Demo gab, am Anfang von PlayStation VR. Und dort waren mehrere Konzepte bzw. Demos drin aus wirklich tollen Spielen, aus denen jetzt mehrere richtige Spiele gemacht werden, so wie Astrobot. Das war halt wirklich nur eine kleine Demo. Und jetzt gibt es halt Astrobot Rescue Mission mit bis zu 10 Stunden, würde ich sagen, wenn man die Herausforderung auch noch macht. Dann ist es ein Spiel, was 10 Stunden einfach bietet, was schon für VR nicht schlecht ist. Okay, da bin ich immer gespannt. Und das ist auf jeden Fall richtig gut. Für euch gibt es diesmal auch, wie schon bei Firewall, was zu gewinnen. Und zwar könnt ihr ein PlayStation VR Headset gewinnen, plus natürlich Astrobot. Und der zweite und dritte bekommen wieder das Spiel. Immerhin, jeweils. Was ihr dazu machen müsst, guckt mal bei Twitter und Facebook vorbei, aber ich kann euch schon mal sagen, ihr müsst Astrobot in euer Lieblingsspiel einbauen. Egal wie, ihr könnt es zeichnen, ihr könnt auch irgendwas zusammen photoshoppen, es muss einfach eine coole Idee sein, irgendwie muss es passen, weil Astrobot ist ja das kleine Männchen quasi, was wirklich total putzig ist. Aus dem Controller raushüpft. Aus dem Controller, das werden wir auch nicht sehen. Und das könnt ihr in euer Lieblingsspiel einbauen und dann könnt ihr eben eine PlayStation VR-Brille gewinnen und das Spiel natürlich. Und kleiner Spoiler, ich kann das Spiel jetzt schon empfehlen, um ehrlich zu sein. Aber guckt da bei Twitter und Rocket Beans Facebook vorbei. Gewinnspiel@rocketbeans.de mit Betreff Astrobot wird es sein, aber genauer dazu wird es dann bei Twitter und bei Facebook und vermutlich sogar im Forum stehen. Okay. Genau, so viel dazu. Okay. Wie gesagt, Astrobot hat eine richtige Story, mehr oder weniger. Die geht so 6 Stunden, also zumindest hat es bei mir 6 Stunden gedauert. 26 Herausforderungen kommen noch mal dazu. Und insgesamt bietet es so 10 Stunden. Das ist okay, das war jetzt natürlich eine Menge Feature-Aufzählung und Co. Eine Menge Versprechen. Erstmal gucken, ob es wirklich Spaß macht. Ich persönlich glaube es schon. Wir hatten gerade, den Moritz hier aus dem Rocket Beans Team im Test und der war schon so ein bisschen verzückt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Sony-Menschen auch im Raum waren. Aber der wollte. Ob er ein bisschen geactet hat. Nein, er war gerade ein guter Salesman. Nee. Ein sehr guter Salesman. Aber es scheint wirklich toll zu sein. Ne? Also, ich hatte es ja, wie gesagt, noch nicht auf in dem Spiel. Aber wir werden es, glaube ich, heute sehen. Wir werden es an den Reaktionen der Leute sehen. Ob das Spiel gut Und als ankommt. Erstes, ich meine, du hast ja schon Bock, also würde ich sagen, machst du doch den Anfang. Ach, jetzt doch, oder? Ja. Ich dachte, ich darf heute wirklich nur kommentieren. Nee, gut. Tatsächlich, du darfst auch spielen. Das muss nicht man nur nicht zweimal sagen. Ich habe das Ganze ja schon mal gespielt, deswegen werde ich nicht den Anfang machen, sondern Simon. Der setzt jetzt erstmal die Brille sich auf und dann werden wir direkt am Anfang beginnen, denn das Tutorial ist natürlich auch wichtig, um zu sehen, was das Spiel alles zu bieten hat, wie überhaupt die Steuerung funktioniert und so weiter und so fort. Ich glaube, der Simon ist so langsam bereit.
Und ich bin gespannt, was deine Ersteindrücke sind, Simon. Okay, ein Kommentar, ich habe keinen Ton. Aber das. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Bin so gespannt, es gibt so viele Wow-Momente bei dem Spiel. Und das ist halt Sinn der Sache, dass wir so ein bisschen zeigen, wie putzig ist eigentlich Astro. Ah, ja, okay. Ja, gut, das kennen wir ja wirklich schon, ja. Oh Mann, kann man den. Oh, ich dachte schon, nein! Was? Das tut mir ja, ich weiß, alles gut. Dann machen wir nochmal die erste Welt. Das Ganze ist seit dem 2. Oktober erhältlich. Ah, da. Perfekt. Ins Pad gesprungen. Da lebt er da, mietfrei. Ich weiß nicht, ob ich das in Ordnung finde. Oh, das ist ein geiler Effekt. Das ist ja mal. Mario, hallo? Das sieht ja toll aus. Das Schöne an Astrobot ist einfach, dass die Entwickler verstanden haben, man muss nicht immer in der Ego-Perspektive sein, sondern man kann daraus auch ein Jump'n'Run einfach machen. Ja. Damit wurde ja auch schon auf den Demos rumexperimentiert. Ja. Und das funktioniert auch überraschend gut. Es macht, finde ich, das ganze Genre nochmal, dreht es nochmal ganz anders auf, weil man im Level steht. Ja, und später hilfst du natürlich auch aus deiner Perspektive Astrobot und guckst halt um die Ecke und so weiter. Also ganz so sinnlos ist es nicht, wer jetzt vielleicht denkt, ja okay, das Jump'n'Run könnte ich auch ganz normal spielen. Es ergibt schon Sinn, dass das in VR ist. Mann, ich denke, dass da später noch einiges auch gemacht werden kann mit der Perspektive, weil man ja als... Oh, Moment, was wird verlangt? Ja, Münzen! Es ist so putzig, wie er allein läuft. Ach so, ich bin voll im Mario-Modus. Ich kann gar nicht auf die drauf hüpfen oder was. Ach, hauen! Prügeln! Okay. Haha, das ist ja geil. Ich bin im Fernsehen! Pam! Wo ist die Kamera? Da? Ich kann sie nicht hauen. Was ist das für eine Kamera? Was ist denn? Okay. Ich will jetzt was Blasphemisches sagen, aber das wird mir bestimmt wieder negativ ausgelegt. Aber es erinnert mich tierisch an so ein Mario. An so, als hätte das Nintendo gerade das Jump'n'Run neu erfunden. Das ist tatsächlich. Weil es wirklich so ein bisschen wirkt wie ein Mario durch die Münzen und dieses Grün und diese Wolken und ja, das alles so süß. Das ist auf jeden Fall der erste Gedanke, den man hat. Deswegen funktioniert das Ganze ja auch. Das wirkt wie ein Spiel, was Nintendo rausbringen würde, wenn sie eine VR-Konsole hätten. Was sie ja leider nicht haben. Ja. Aber Astrobot, wirkt tatsächlich auch wie so ein charismatischer Charakter irgendwie. Später bekommt er fast schon so charakterliche Eigenschaften auch. Dieses kleine Cape und diese nonverbale Kommunikation, das ist schon lustig. Zu dem da oben kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Der Rode! Oder ist das eine Pflanze? Eine Blume? Mit Augen? Wir werden es nie erfahren. Fall! Er will nicht, ne? Okay. Ah, das ist so schön befriedigend, wenn es so alles zerspratzt und man säckeweise die Münzen einsammelt. Und auch hier die Texturen. Also ich mag mega diese Hover-Autos. Die gefallen mir fast so gut wie die Grinseblumen. Aber die Textur von diesem Boden ist toll. Könnte man auch ein gutes Skate-Spiel. Jetzt mal im Ernst, Tony Hawk. Oh. Aus dieser Perspektive, das ist ein Skatepark. Sony, ich will Geld für diese Idee, ich sag's nur jetzt schon. Oder so Fingerboard, weißt du? Fingerboard in PSVR. Oh, zerspratzt. Ich glaube, ich habe mit meiner Mutter ein paar VR-Spiele gespielt, auch mit der PSVR, und sie war überraschend offen für viele Sachen. Und ich glaube, dass sie, was könnte ich ihr zeigen? Ich glaube, die Steuerung im 3D-Raum stellt sie noch vor Herausforderungen. Was geht denn hier ab? Was ist denn hier so ein... Alter! Was ist denn... Vor die Affenhand. Das ist so süß, ne? Wie alles so rund ist. Und ich finde auch, der Controller passt da halt rein, weißt du? Man denkt sich erst so, was hat denn der Controller in dieser Welt zu suchen? Aber irgendwie designtechnisch haut das auf jeden Fall alles hin und passt zusammen. Ja. Ja, und er guckt mich auch immer an, so was geht denn ab?
Guck mal, was ich kann. Und dieses kleine Cape macht mich. Das finde ich Hammer. Okay. Das war erstmal der einfache Anfang. Muss ich den jetzt schießen oder was? Muss ich den da durchschießen? Ja. Ich finde auch krass, wie klar das Bild ist. Das hast du ja auch nicht. Kann ich. Ach so, okay. Ah, natürlich. Oh shit, direkt daneben. Aber das war toll. Das funktioniert ja richtig gut. Okay. Na gut. Ihr dürft leben. Ihr habt gut gearbeitet. Fantastisch. Du hast tatsächlich auch noch Zeit für noch ein Level. Ja. Ja, mach ich. Mach ich sehr gerne. Ups. Doch, das ist ja dann doch schon mehr als einfach nur ein paar Minigames. Das wirkt ja dann schon wie ein ausgewachsenes Vollpreisspiel. Das war erst der Anfang. Aber ich find's auch beeindruckend, wie klar das Bild tatsächlich ist. Ja. Das hast du auch nicht in jedem VR-Spiel. Eigentlich komisch, weil die Hardware dieselbe ist, dass es manche besser hinkriegen als andere, ja. Aber das ist tatsächlich klarer. Ihr seht es wahrscheinlich zu Hause jetzt den Unterschied nicht. Aber es ist schon deutlich schärfer, die Ränder und alles. Ist hier hinten so die. Diese Metallbalken, die haben noch so leichtes Kriseln, aber der Balken, der rote da vorne zum Beispiel nicht. Also so, das ist schon besser geworden. Ist auch schön, wie du drauf zeigst. als wenn wir das so sehen können. Das macht typisch. VR mit einem. Kann ich da einsteigen, GTA oder was? Oh, wie geil wäre denn GTA bitte in dieser Welt? Aber in der alten Perspektive. Nee, ich meine schon die hier. Ich würde gerne GTA so spielen. Ach so, okay. Das ist ja geil, da kann man ja richtig viel machen hier. Da freut sich auf jeden Fall die Chiropraktiker-Gewerkschaft über so viel Genickbeanspruchung. Runter mit dir! Gearbeitet wird! Rein in den Controller! Du fehlst mir gerade noch. Das ist ja geil. Guck das mal an, wie gut ich bin. Ich glaube, noch nie ist jemand so gut über diesen Grinder gelaufen. Okay, diesen Checkpoints nehme ich an. Das Soundtrack ist auch mega. Ohrwurm. Ah, Moment, was ist hier los? Der Kran, ne? Muss ich mit dem Kran was machen? Was ist das denn? Ah, ein Chamäleon! Was? Was erlaube? Die musst du finden tatsächlich, um die Herausforderungen freizuschalten. Das ist ja geil. Diese Chamäleons, die sind überall versteckt in der Welt. Das ist ein netter, Modus. Und die musst du länger angucken, damit du halt die Herausforderung freischaltest. Oh nein! Ah, ich weiß, was ich machen muss. Hast du gehört, Simon? Auf jeden Fall die Chamäleons. Herausforderung, finden. Ja. Ja, ist mein erstes Chamäleon. Das hat Spaß gemacht, das zu entdecken. Okay, das ist lustig gemacht. Jetzt muss man hier durch die Scheibe gucken. Sie versuchen einem schon klarzumachen, was in Zukunft noch alles kommt. Wahrscheinlich wird ganz oft auch alles verdeckt. Ah, nein! Okay, was ist denn mit dem hier? Kann ich den jetzt nicht mehr aktivieren? Scheiße. Das müsste ein Safe Point sein. Kann ich hier überhaupt runterfallen? Ja, kann ich. Schön gelöst mit diesem Bildschirm, dass man genau weiß, was man zu tun hat. Jetzt bin ich die ganze Zeit auf der Suche nach Chamäleon-Möglichkeit. Kann ich jetzt den da auch headbobben? Ja, dann gehe ich doch nochmal zurück jetzt. Bin ich bescheuert? Geht es jetzt nicht mehr? Nee, ernsthaft? Geht es nicht mehr? Scheiße. Wie filigran du da drüber gehst. Ich finde, er rennt wahnsinnig lustig. Ich finde es immer sehr wichtig, dass wenn so kleine Wesen rennen, dass das lustig aussieht. Komm. Sprichwörtlich an dem Ast sägen, an dem man. Okay, und du. Ich will dich halt nicht hauen, aber scheinbar ist Gewalt die einzige Lösung. Du musst.
Ist das geil. Hey! Das ist ihre Hauptkommunikationsmethode. Winken. Oh, tja. Vorsicht. Der Düsenstrahl. Keine Chance. Was ist das? Eine Kugel. Ah, natürlich. Und da. Ja, sofort alles trifft. Das ist, also ich glaube, das liegt daran, dass es ein Tutorial ist und mir wahrscheinlich geholfen wird, aber es fühlt sich sehr genau an. Also ich hatte das Gefühl, ey, da hast du richtig gut gezielt auch und sofort getroffen, aber vielleicht hilft mir das Spiel ja auch. Und es fühlt sich nur so an. Alter, wie geil! Nein, jetzt müsste ich hier, ne? Kann ich denn nicht? Zu spät jetzt, oder? Kommt es nochmal? Ich konnte gegen den Flügel schießen, oder? Das ist doch korrekt. Kommt das zurück? Simon, was hast du vor mit diesem Flugzeug? Lass dieses Flugzeug in Ruhe. Ja, aber das hatte unten dieses Symbol. Das hat's doch nicht ohne Grund. Ich habe das doch da nicht dran gemacht. Okay. Dann muss ich wohl doch da hoch. Nehme ich mal lieber zur Sicherheit eine Kugel mit. Oh, das geht jetzt nicht, ne? Scheiße. Nicht abstützen, nicht abstützen, nicht abstützen. Ja, diese Perspektive. Das ist einfach irgendwie was völlig Neues. Ja. Ich habe jetzt schon viele VR-Erlebnisse gehabt und die meisten sind ja nun mal aus der Ego-Perspektive. Und was mir hier echt positiv auffällt, dass man normalerweise eher immer das Problem hat, wie bewege ich mich in VR. Und das stellt sich hier natürlich nicht, weil man ja sieht, wie man sich bewegt. Alter. Und die Effekte des VRs werden hier einfach für andere Spielereien wie das jetzt hier genutzt. Ja? Das ist schon mal was ganz anderes für mich. Auch der ständige Perspektivwechsel einfach. Dass sich das ständig wechselt. Ja, die Möglichkeiten werden hier gut ausgenutzt. Da sammelt der Simon die vielen Astrobots. Alter. Das ist ja der Hammer. Die Steuerung ist auch sehr, sehr genau. Also normalerweise spiele ich nicht so gut. Hier wird mir eindeutig geholfen. Sony hat eine milliardenteure KI gekauft, um Simon Kretschmer bei seinen Let's Plays zu unterstützen. Das wäre meine Nachrichtenmeldung wert. Was mache ich denn hier mit dem? Jetzt muss ich kurz mal fliegen. Und wie komme ich hier? Scheiße, jetzt komm ich. Ah! Nein, doch, natürlich. Ich habe ja meinen Freund, den Bouncer. Und dann da hoch? Okay. Simon will auch wirklich alle Münzen sammeln. Ist das okay? Halte ich euch auf? Nein, ne? Nee, alles gut, okay. Mach mal. Ich will das jetzt machen. Zack. Alter. Oh, ich hab da gar nicht, ich dachte nur instinktiv, ich muss hier weggucken. Oh, was mache ich denn jetzt? Darüber springen, oder? Ich bin versucht aufzustehen und um diese Ecke rumzugucken, aber ich nehme an, dass da nichts ist. Ich glaube aber, dass an manchen Stellen wahrscheinlich doch da was versteckt ist. Einfach nur, weil es geht. Nein! Na gut. Oh, ich muss ja auch an die Chamäleons mal denken. Jetzt bin ich gespannt, wie er das löst. Kurz mal gucken. Nee. Das sind einfach Rätsel mit Perspektiven. Das ist wirklich... Ja, irgendwann sind wir dessen vielleicht überdrüssig, aber im Moment ist es eben noch brandneu. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man das in 10 Jahren natürlich eher anders sieht. Aber es ist Hammer. Total was anderes. Ich frage mich gerade, warum sowas nicht häufiger gemacht wird. Ah nein, shit! Oh nein! Wo denn jetzt wieder hier vorne? Oh, nö. Ohne Fehler. Es wird schon knifflig. Sehr schön.
liebe es. Auch sehr schön, dass durch diesen Jetpack oder ja, diesen Laser, die Laserfüße, dass man immer genau sieht, wo man ist. Ja. Also man kann wunderbar manövrieren. Wie aber auch alles, ne, komplett im Raum immer rumfliegt, um ja auch zu demonstrieren, wo man sich hier befindet. Und da hat er das nächste Level auch schon wieder geschafft. Yeah! In Rekordzeit. Eine schlechte Nachricht, Simon, für dich. Du musst leider, wenn du das jetzt noch gemacht hast, aufhören. Wie wenn ich was jetzt noch gemacht, ein Level noch gemacht habe? Nee, wenn du das jetzt noch triffst, oder auch nicht, je nachdem, dann musst du nämlich an Lisa abgeben. Oh. Ich freue mich für Lisa. Ja, sei gleich traurig. Aber keine Sorge, in der dritten Folge spielen wir noch genug. Yes. Kommt rein, schlurft. Okay. Wow. Oh, jetzt ist wieder alles ganz traurig und dunkel. Und ich bin allein. Bereite gern schon mal das nächste Level vor. Für Lisa dann. Das kann ich gerne machen. Also von mir kriegt es den patentierten Simon Kretschmer VR-Daumen. Ist wirklich nicht schlecht. Sogar eigentlich. Also, ich will jetzt auch nicht überhypen, aber es ist auf jeden Fall eine der besseren VR-Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Nicht nur, weil, wie du gesagt hast, das Bild so klar ist, sondern auch, es wirkt einfach sehr durchdacht und es ist weniger so ein klassisches VR, einfach nur Erlebnis, was dann irgendwie, wo man kaum was machen kann, sondern hier ist man wirklich aktiv am Rennen, Springen, Sammeln, Kämpfen. Okay, ich lasse das mal hier mit den Pilzen. Da will ich ohnehin lieber nichts mit zu tun haben. Die sehen mir, sind mir suspekt. Pilze mit Augen, nicht essen. Dann komm gerne wieder rüber. So, Lisa, kommen Sie her. Und als nächstes ist Lisa dran, denn Lisa hat noch nicht so viel Zeit im VR verbracht wie Simon. Und ich bin gespannt, wie sie sich schlagen wird. Wir werden das Ganze natürlich kommentieren. Und bin wirklich gespannt. Ich kenne ja die Level schon. Und die werden auf jeden Fall immer knackiger. Die ganzen Rätsel, das wird immer ein bisschen uiuiui. Das Schöne aber an dem Titel ist, und deswegen machen wir das auch mit Leuten wie Lisa und Arno und so, es ist halt keine Motion Sickness irgendwie da. Also selbst ich, als jemand, der schon viele VR-Erfahrungen irgendwie erlebt hat, ich hatte schon hin und wieder Titel, wo mir ein bisschen schlecht wurde. Und das ist bei Astrobot nie der Fall, weil sie das eben so schön lösen, dass du nicht in der Ego-Perspektive bist, dass du nicht rumläufst, sondern dass du eben das Ganze beobachtest und dass du halt dann noch Astrobot steuerst. Das ist ganz schön eigentlich. Ja. Man kann übrigens, habt ihr ja schon gesehen, diese Freunde muss man sammeln, die dann in den Controller quasi reinspringen. Das sind 8 pro Level. Und man kann eben diese Chamäleons noch finden, um dann daraus Herausforderungen freizuschalten. Okay, Lisa richtet noch ein, weil man natürlich auch, weil jeder Kopf natürlich anders ist und man das so einstellen muss, dass man einfach keine, dass alles klar ist. Na, Simon, findest du dich gut? Ja, wirklich, bin schon ein bisschen beeindruckt, weil es einfach echt Spaß macht. Das ist ein schönes Spiel, um auch mal zu zeigen, guckt mal Leute, man kann auch fernab von Horrorspiel Y in Asylum Z, kann man auch ein schönes Spiel machen, was wirklich, wo VR auch einen Mehrwert bietet. Das ist, glaube ich, das, wo viele Leute sagen, welchen Mehrwert hat das? Vielleicht habe ich keinen Bock auf Schockspiele oder so. Oder in einem Käfig unter Wasser irgendwie von Haien angegriffen zu werden. Kann ich verstehen. Ja. Da ist das dann aber wirklich, finde ich, was man zeigen kann. Ja, das Potenzial verstanden und ausgenutzt halt, ne? Ja. Dass man nicht immer in der Ego-Perspektive sein muss. Das ist halt der Punkt. Aber. Genau, und so absurd es klingt, aber stellt euch, also ich muss mir direkt ganz viele Spiele in diesem Setting von dieser Beobachterperspektive aus vorstellen. Zum Beispiel, auch wenn es nicht passt, aber so ein Resident Evil, stell dir das mal vor. Du spielst das alte Resident Evil 1 und du bist diese Kamera, die irgendwie so in einem Raum dann irgendwie schwebt. Man kann es mit allem machen. Lisa, genau, einfach X drücken. Genau, jetzt mit X drücken. Ja. Das Einzige, was ich bisher gemacht habe, ist ein Job-Simulator gewesen in VR. Schön. Genau, das sind deine bisherigen VR-Erfahrungen? Ja, genau. Also ich habe immer einfach so irgendwelche Ablagen gemacht. Ist aber okay, weil du dich zum einen dann auf die Arbeit bei Rocket Beans vorbereiten kannst. Danke, Simon. Zum anderen, da musst du dich nicht bewegen. Und hier im Spiel musst du dich außer dem Kopf auch nicht bewegen. Ich muss jetzt den Controller dorthin halten. Ach so, okay. Ja, genau. Damit startest du dann immer. Das ist eine Sache, die ich ein bisschen tricky. Verstehe. Es funktioniert nicht, also man sieht ja, der wackelt manchmal noch, ja. Wenn man näher an die ans Headset rankommt oder mit den Lichtern was verplant, dann wackelt es. Das hatten wir auch bei Firewall, ne? Mit dieser Waffe, die hat ja auch mal so ein bisschen gewackelt. Alter. Wenn sie sich einmal hat, gefangen hat, dann geht's. Aber bis sie es manchmal dahin kommt. Okay, wie gehe ich jetzt noch vor? Ich nehme an, dass dein Charakter da unten steht. Ah, der ist da. Genau. Und dann du kannst ihn dir angucken einfach. Du kannst runtergucken.
oder hochhalten. I see. Und jetzt muss ich den da drauf drücken und dann geht's los? Ja, verstehe. Yeah. Okay. So gespannt. Mach ganz ruhig, Step by Step. Jetzt sehe ich ja auch zum ersten Mal aus dieser Perspektive. Das ist schon. Okay, aber es ist halt da klar. Muss ich wahrscheinlich durch. Mit Kasten kannst du hauen. Ah, okay. Und keine Sorge übrigens, du wirst natürlich auch nochmal spielen. Und zwar haben wir für die dritte Folge vorgesehen, dass wir beide okay, uns battlen. Okay, das ist aber wirklich Hammer. Dass wir halt sehen, oder ein kleines Speedrun-Battle machen. Ja. Wer schafft es halt schneller, in dem jeweiligen Level durchzukommen? Da werden wir in der dritten Folge ein bisschen mehr spielen. Woher weiß ich, ob das gut ist oder schlecht, wenn hier was ist? Muss ich ausprobieren, ne? Schlecht? Also da war gerade erst was rot, dann bin ich durchgelaufen, dann war es blau. Das war wahrscheinlich eine Wegmarke oder sowas in der Art. Das kann sein, ja. Okay. Ich gehe davon aus, dass das der Savepoint war, wo du dann, wenn ach so, du ja, das stirbst, dass du dort halt wieder reanimiert wirst. Ah. Genau. Verstehe. Ja, macht sie gut. Ah, hier muss ich jetzt. Das ist, okay, ganz das ist ja, das mega ist lustig, ey. Mario, diese Kugeln, die ein bisschen aussehen wie Bazooka Bill oder wie die heißen. Und ich mag diese klassischen Explosionen auch. Kleine voluminöse Wölkchen. Oh no! Verdammt. Aber ich fange hier direkt wieder an, weil mein Savepoint da war, ja. Ich habe vorhin kurz alleine drüber gesprochen, als ihr da noch aufgebaut habt. Länger gedrückt halten. Ich hatte das Gefühl, der Jetpack löst sich dann. Also ist dann Probleme, ne? Nö, ich glaube, dann war man. Das ist schon alles richtig. Du musst, glaube ich, nur mit mehr Anlauf einfach in die Richtung drücken. Dann gehe ich mal von hier. Jawohl. Fast. Ja, fast. Okay, aber ich habe früher abgesprungen. Gleich habe ich das System verstanden. Vielleicht erzählen wir auch dann. Behaupte ich jedenfalls. Jetzt. Ah, nee, das ist nicht gedrückt. Aber das war richtig. Bin sehr gespannt auf Arno nachher. Ey, voll. Von so ein paar VR-Erfahrungen hat er ja schon gesprochen. Ah, okay. Ah, siehst du? Oh, okay. Die kannst du auch mit deinem Laser unten oder mit deinem Antrieb zerstören, okay. Genau. Nice. Ach, das zerplatzen in kleinen PlayStation. No! Oder? Okay. Oh nee, jetzt muss ich wieder von da anfangen. Ach, ich glaube, ich habe vorhin auch so eine VR-Brille gesehen, die dann irgendwie so verspratzt ist. Was teuer wird. Ja. Okay. Und jetzt noch. Ach, die kommen da jetzt auch gleich. Alter, wie hoch das hier noch geht. Ah, du hast ein Chamäleon. Da oben. Oh. Weiter hoch. Dann muss ich hier weiter hochgucken. Ja, ich hab's gesehen. Guck das Chamäleon länger an. Bis es. Ja. So. Zack. Weil du musst. Ach so, das muss ich nur angucken und dann fange ich's. Okay. Du musst irgendwie 5 Sekunden oder so angucken, dann werden Herausforderungen freigegeben. Ich dachte, ich muss jetzt auf das da springen, um da oben irgendwie hinzukommen. Nee, ich glaube nicht. Also, das wäre aber auch nicht schlecht, aber ich glaube nicht. Naja, wahrscheinlich tötet mich das eher, wenn ich da dran drauf aber komme. Aber sie spielen ja auch wirklich schön mit der Perspektive. Du musst eben wirklich nicht hoch oder runter gucken, aber fliegen trotzdem hoch und wenn du den Verlauf folgst, landest du bei dem Chamäleon. Also, sie haben das schon sehr bewusst alles gemacht. Mann. Kannst auf den drauf. Ach so, auf und den. Dann auf den. Ich dachte, ich müsste den zerstören. Du kannst ihn auch zerstören, aber dann kommst du nicht mehr hoch. Okay. Und die kannst du zerhauen, die grünen Kästen, ja. Oder halt so. Oder so. Genau, zerhauen ist übrigens, was war Viereck, oder? Quadrat, ja. Ja. Oder Viereck, Kasten. Aber ja, Lisa ist Pazifist. Vorsicht! Hast du das Skelett gesehen, was da oben gerade hing? Ja. Das ist ganz geil. Wo? Da. Hä, was macht er denn da eigentlich? Wow! Yes. Oh, die hab ich gekillt. Siehst du, man guckt einmal weg. Und hier ist das Ding. Habt ihr das eben gesehen, dass da in diesem Durchgang da oben war noch so eine kleine Figur, die so aussieht wie ich? Nee. In Orange. Hab ich nicht gesehen. Muss mal gucken, ob ich da jetzt jemals nochmal wieder hinkomme. Aber sehr interessant für euch, vielleicht zu Hause ist. Muss ich jetzt nochmal zum Chamäleon? Nee, das hab ich, ne? Es spielt sich ganz anders. Es sieht ganz anders aus, so als wenn man es spielt. Entschuldigung. Ja, man hat das Spiel halt wirklich mehr um sich rum. Man hat nicht wie hier das Gefühl, auf eine platte Fläche, die sich bewegt, irgendwie nur zu gucken. Es ist wirklich total krass plastisch auf jeden Fall. Genau, es ist immer schwer zu vermitteln, dann natürlich, wenn man es so sieht. Ja, genau, das ist schade eigentlich. Du hast es halt in 360 Grad eigentlich, ne? Um einen rum, ja, die Welt dreht sich um einen rum. Hier, also zum Beispiel Lisa, hier auf unserem Bildschirm, wir sehen ja das Männchen kaum. Aber ich wette, dass Lisa es eben sieht, ja, weil du es wahrnimmst weiter unterhalb der. Vielleicht hätten wir es in 360 Grad aufnehmen sollen, damit die Leute zu Hause im PlayStation VR das gucken können. In unserem Stream mit 360 Grad. Das ist eine sehr gute Idee. Könnte man das machen dann? Jetzt nicht, ne? Aber ich irgendwann geht es vielleicht, dass die Ausgabe komplett. Ja, sicher nicht. Das ist halt mega der Datendurchsatz, ne? Wenn es in 360 raus.
Aber in Deutschland, cool. Und in Deutschland haben wir noch gar nicht die Kapazitäten dazu. Wahrscheinlich. Bei den wahrscheinlich kommt gleich eine. Jetzt aber. Ah, du musst länger drücken, glaube ich. Ich muss noch länger drücken. Ich also du musst vor allen Dingen erst ganz oben nach dem Sprung, wenn du am Scheitelpunkt sozusagen bist. Ach, dann muss man erst das Jetpack anmachen. Jet. Bestenfalls, okay. Dann kommst du am weitesten. Okay. Ja, siehst du? Ist doch schön. So geht das. Kannst du auch einfach ignorieren. Okay. Ah, verstehe. Ja, das war ein guter Tipp von diesem Mann. Okay, jetzt aber. Ja, voilà. Okay. Und jetzt? Das ist natürlich auch so, unfair, wenn ich die ersten Tutorial-Level spielen darf. Ja, das habe ich eben auch gedacht. Ja. Das ist einfach, da ist schon weggemacht. Ja, voll. Ich meine, nur Arno darf dann den Enden. Hier, da kommt jetzt gleich dieser Typ. Oh ja, da ist was. Da hinten. Du hast recht. Aber wir wollen. Kannst du mal dagegen hauen? Rechts? Nee, hier, da ist der Dude, den ich meine. Aber wir wollten natürlich. Ja, den musst du. Ich glaube, da musst du gegenhauen gegen diese Typen, aber da kommst du gerade nicht hin. Ne? Seht ihr den? Ja. Ja, ich weiß auch gerade nicht mehr, wie man. Vielleicht muss ich hier. Hau mal gegen diesen blauen Stein. Ja, da. Wie haut man denn? Ja. Ja, gut. Ihn musst du auch nochmal hauen. Und jetzt? Du musst ihn hauen. Ach, hauen. Jack. Was? Hauen? Keiner glaubt das. Hey. Was? Gewalt? Wie rum? Ach, der ist jetzt hier. Guck mal, ich habe jetzt, glaube ich, einen. Wo ist der jetzt? Ich hatte den gerade. Ja, hinter dem Stadtdorf, direkt vor dir. Hinter der Säule ist er. Rechts. Rechts? Da. Hinter der Säule. Hier? Die Säule vor dir. Da links daneben. Da, siehst du. Hä? Du suchst deine Figur, oder? Ja, also hier, ja, aber egal. Ich hatte eben hier auf meinem Trackpad diesen orangen. Den hätte ich, glaube ich, auslösen können, aber... Schön, wie sie inzwischen steht und nicht mehr auf dem Hocker sitzt. Immer. Ich habe den irgendwie... Ich glaube, das wäre jetzt mein Kumpel geworden, aber ich habe ihn leider verloren. Ich das glaube, muss du musst dich hinsetzen, Lisa, weil... Ja, genau, so. Jetzt ist dein Kopf abgeschnitten. Ach so, okay. Ja, das ist schade. Den hätte ich jetzt natürlich gut gebrauchen können, aber... alleine wird es wahrscheinlich auch gehen. Oder ist der hier irgendwo? Ich kann da halt nicht so richtig reinkommen. Oh. Alter. Das versprüht auch direkt gute Laune. Das Spiel irgendwie. Hauen musst du, oder? Da ist er doch! Ist er das? Nee. Was den, ist den musst du hauen nochmal, Viereck. Ist das nicht da musst du Ach, hier? Jetzt. Das ist so lustig, dass du auf dem virtuellen Set nachgeguckt hast, wo Viereck. Das ist so geil eigentlich. Weil ja, weil es geht. Ja. Ach so, ich hab die, glaube ich, gefunden. Super einsteigerfreundlich einfach. Wenn man unterschätzt, wie schwer das ist für Leute, die eben auch ein Pad jetzt nicht die ganze Zeit in der Hand haben. Ja, ich spiele ja so gut wie nie, ehrlich gesagt, Konsolenspiele, deswegen kann ich mich eigentlich mit solchen... Immer nur FIFA. Immer nur FIFA. Nee, ich habe zuletzt ein bisschen gebadet FIFA bei einem... Das tat weh. Das ging auch... Ah, okay, da sollte ich nicht rein. Okay. Sind... Den muss ich berühren, ne? Ist, oder? Nee. Ich kann immer nicht so gut unterscheiden, aber es vielleicht auch einfach. Ja, okay. ja. Da warst du auch schon. Das da muss ich wieder drauf, ne? Kannst auch auf den Pilz nochmal versuchen zu springen. Ja. So, vor. Okay, das ist jetzt... Oh, okay. Wow. Doch nicht vorsichtig, schnell. Nächster Safe Spot. Super. Mhm. Oh, da muss ich jetzt... Vielleicht kannst du auch schauen. Oh. Okay. Okay, da jetzt, das muss ich mir erst einmal angucken, was hier passiert. Oh, das sieht auch schwierig aus jetzt. Ja. Der genau abspringen. Ja. Perfekt. Schnell weg. Ah, damn it. Okay. Aber richtig gut. Sieht man schon irgendwo, wo das Ende ist, oder ist es jetzt... Ich würde sagen, du bist kurz vorm Ende. Okay. Ja, denke Fühlt auch. Sich an wie Ende. Das sind immer so 10 bis 20 Minuten ein, so ein Level. Ach so, okay. Je nachdem, wie lange man natürlich braucht. Okay. Ach so, der. Lieber so, ne? So, 1, 2. Oh, jetzt wird's tricky. Und. Sehr schön. Okay. Nein! Ah! Oh, verdammt! Das war ein dummes Timing jetzt. Von dem Stachelbär. Mies. Aber gut, man, es soll ja auch nicht so einfach sein, ne? Wenn du jetzt schon die beiden einfachsten Level hinter dir hast, die... Direkt mal. Ich bin echt dankbar, dass ich das irgendwie spielen konnte. Ja, weil diese... deutlich kniffliger Weil hier. Diese Level spielen wir halt gegeneinander. Deswegen wollte ich dich nicht spielen lassen. Ich verstehe. Wobei, dann hab ich ja... Nee, du hast auf jeden Fall einen Vorteil. Nein. Na gut. Oh. Okay. Kannst du ja noch...
kannst ja bis nächste Woche Freitag noch üben. Ja, ich habe ja leider keine Version bekommen. Ist ja nur bei dir. So, Moment. Ja, noch eine CD. Die müsste Gregor haben, glaube ich. Ja, ich nehme auch. Ich nehme sie. Oh, was? Alles. Mein Problem ist im Moment, dass ich. Ach, come on. Das habe ich ja eben noch gar nicht gesehen. Diese Box. Ja, es ist halt ein mega Kabel. Das wird aber nicht pro Versuch noch schwieriger. Das wird aber nicht pro Versuch noch schwieriger, oder? Ich habe nämlich eben zum Beispiel noch. Jetzt. Das wäre ja. Lol. Du findest doch auch immer wieder neue Möglichkeiten zu sterben. Ja. Nicht schlecht. Nicht in die Spalte. Das war, okay, das ist wirklich die eine Todesart, die du, glaube ich, noch nicht hattest. Jetzt haben wir alles gesehen. Hauen, genau, hauen oder was auch immer. Und den hauen jetzt nachts er spuckt. Ja, das hat er eben nämlich noch nicht gemacht. Ich habe das Gefühl, das macht er erst, seitdem ich so jämmerlich versage hier. Das hast ihn schneller gekillt, glaube ich, die letzten Male. So. Jawohl. Jawohl. Nein. Ah. Ah. Ja. Oh Gott, ihr werdet wahrscheinlich alle schon wahnsinnig. Nein, alles gut, das ist. Im Gegenteil. Ohne Scheiß, ich hab, es ist spannend. Ich habe auch so frustrierende Momente gehabt. Also nicht frustrierende, sondern. Wo du sagst, dachtest, warum na, ist das Timing schon so schlecht gewesen? Sagen, was ja, ist, sehr gut. Okay, ich muss jetzt nochmal ganz mit Ruhe. Also, da vorne ist dieser Dude, der macht die Stacheln. Kann ich den auch schlagen? Oder? Ja, ich glaube ja. Okay. Du! Das war okay. Alles super. Den hatte ich noch nicht, die Todesart. Das war eigentlich alles super. So, jetzt hast du aber alle Todesmöglichkeiten durch. Nee, doch. Nee, die Flucht hatten wir noch nicht. Okay. Du kannst übrigens auch gleich einfach links lang laufen, ne? Du musst, oder? Geht es? Nein, geht gar nicht. Von da oben nicht? Ja, glaub, aber oben, nee, nicht. Oben ist ein Stein, ne? Geht nicht. So, okay. Ja, das ist so diese Perspektivsache. Ja, jetzt sieht man es. Ja. Okay. Nee, kann man nicht. Okay. Okay. Also. Lass dir Zeit. Naja, zu viel Zeit geht auch nicht, dann kommt der! Oh. Ah. Das hättest du nicht sagen dürfen. Nein, ich bin wirklich gerade, ich sag gar nichts mehr. I'm not helping. Die nächsten. Come on, ey. Du kannst sie ja auch mit Viereck verprügeln, ne? Du musst nicht raus. Ach so. Oder du, ja, wobei ja. Ich mich irgendwie jetzt schon gut an dieses Ding hier gewöhnt habe. Ja, auch. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Das kann doch nicht wahr sein! Du musst quasi, wenn die schon losgeschossen werden, dann musst du eigentlich schon losspringen. Wenn die oben losgeschossen werden? Ich find's gut, dass du dich auch ärgerst. Das ist authentischer Ärger, ja? Es ist nämlich nie so einfach, ihr da draußen. Ihr wisst ja gar nicht. Aber wirklich. Ist so, wirklich nicht. Ich genau. Habe auch ein paar Stellen gehabt, wo ich 5 bis 10 Minuten dran saß. Das ist okay. Also, was meintest du jetzt eben? Wenn die losgeschossen werden, muss ich jetzt sozusagen? Du kannst schon kurz bevor der erste landet, kannst du schon abspringen. Ja, jetzt genau. Du musst nur jetzt und springen. Perfekt. Keine Panik jetzt. Oh nein! Es gab noch 6 andere Orte auf dieser Location, wo du hättest landen können. Du musst nicht ihn direkt killen. Du kannst ja ihn auch erstmal sein lassen. Ach so, aber dann kommt er doch mit den Stacheln auf mich zu, oder nicht? Das, das stimmt. Nur, wenn die stehen, guck, die Stacheln kommen immer, wenn sie stehen bleiben. Ah, okay. Das heißt, dann kannst du es im kurzen Moment zu verschnaufen. Das ist aber jetzt machst du es, warst eben schon dran eigentlich. Okay. Da ist es. Da ist es. Ja, oh nein! Ah! Ey, sag mal, kann man in so eine Röhre eventuell auch reinfallen und dann ist da ein Bonuslevel? Weil in diese eine Röhre, da hätte man. Das habe ich mich gerade auch gefragt, aber wird da nicht was draus. Nee, da wird was draus geschossen. Aber das wäre ein bisschen dreist geklaut, Mann. Nee, die, also die Inspiration haben wir ja schon häufiger bemerkt. Du merkst ja auch an der Form schon, die haben versucht, die Urheberrechtsverletzung auf ein Minimum zu beschränken. Okay. Von Besucherkugel. Das kann doch nicht euer Ernst sein! Aber. Oh Mann! Es ist überhaupt nicht schlimm, Lisa. Es sieht so lustig aus. Ja, alles für die Show, ne? Eigentlich wäre ich schon längst durch. Nee, es ist sehr unterhaltsam. Aber wir glauben an dich. Nein, sie schafft das. Lass die Frau machen. Hey. Ich bin auf jeden Fall schon derbe am Schwitzen unter dieser Maske, sag ich euch ganz ehrlich. Das normal. Jawohl. Ja! Okay. Oh Gott, da kommen jetzt. Okay, da kommt einer von unten, dann kommt einer von oben. Ja. Super gut. Ein Glück. Die Ohren sind belohnend hier. Jawohl, der ist der Checkpoint. Oh. Ach. Das fühlt sich sehr erleichtert an. Vielleicht eine kleine Pause machen. Ist das, geht das Level noch sehr viel weiter? Dann würde ich. Na, ich glaube nicht.
Ich probiere es mal einmal, bis ich abstürze und dann könnt. Okay. Ja, lass sie doch mal hüpfen jetzt. Ach, du meinst wegen Werbung, ja. Jetzt ist ach, egal. Ja, okay, dann können wir Werbung. Okay, Leute, wir würden dann eine kleine Pause machen und sind danach zurück, unter anderem noch mit Bella und mit Arno. Und es gibt noch einen kleinen Beitrag zu der Geschichte von PSVR, wie es überhaupt dazu kam, dass PlayStation so eine VR-Brille halt machen wollte. Okay. All das nach der Werbung, bleibt euch im Vertrauen, gleich geht's weiter mit Astrobot Rescue Mission. Herzlich willkommen zurück bei Rocket Beans Gaming mit Simon und mir und Lisa, vorerst noch, später noch Arno. Und wir spielen Astrobot Rescue Mission und ich würde sagen, wir gehen direkt wieder rein und Lisa beendet noch dieses Level, bevor dann wir zu einem Beitrag kommen und Bella spielen wird. Nachdem ich glücklicherweise endlich eben diese höchst bedrohliche Situation hinter mich gebracht habe, hier sieht es ja auch schon direkt wieder viel freundlicher aus. Aber trotzdem ist es ein bisschen schwierig, sage ich ganz ehrlich. In der Pause, was ihr natürlich nicht gesehen habt, war es gerade ganz lustig. Lisa hat versucht, irgendwas anzufassen in dieser Welt. Das ist so. Ich ertappe mich noch, dass ich halt versuche, irgendwie, wenn so die Pilze oder so da sind, einfach mal dort. Oder diese Fussel, weißt du noch bei Firewall, diese Fussel, die da irgendwie so rumgeflogen sind. Man möchte tatsächlich. Ach, das du hast zu früh den Laser. Zu früh den Laser, okay. Ausgelöst. Ein bisschen springen kann er ja schon vorher. Genau so. Okay. Genau. Du warst. Ja. Ja, okay. Das ist eigentlich super simpel, aber ich vergesse es zwischendurch immer. Okay. Gut, von wo muss. Wie muss ich denn da jetzt weitergehen? Sehe ich gleich erst, ne? Oh! Ach, guck mal, da unten ist jemand. Ja. Das haben die schon geschickt gemacht. Ja. Oh, so kommst du wieder zurück. Also, du musst ihn retten und dann damit zurück, ja. Hallo. Jetzt habe ich hier auf meiner Tastatur schon gleich. Achso, den muss ich fangen, ne? Das erinnert mich an die POWs in Metal Slug. Diese Typen, die man immer retten muss, die aus ihrer Hose eine Flagge gemacht haben. Okay, sehr schön. Nice. Okay, und der. Oh, die sind fies. Der Tausendfüßler, ich gebe. Solange ich nur in den Kreis gehe, kann mir ja eigentlich nicht so viel passieren, ne? Mal gucken. Oder bewegt er sich in meine Richtung? Ne, er wird ein bisschen schneller. Oder auch das nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, oder muss ich den komplett. Eine gute Frage. Wahrscheinlich musst du sie erledigen. Sieht auch ein bisschen aus, als wäre es der Endgegner. Ah, siehst du, die halten auch ein. Die haben so aus. Dinger in sich. Weil die natürlich einen Helm aufhaben. Ja, bei der Arbeit Helme auf. Du musst, glaube ich, erst alle Helme runter. Ah, okay, ja. Du kannst ja auch, genau so. Ah, okay. Ah, und schon tot, okay. Ja, man muss sich nachdenken. Und alle haben wieder Helme. Vor deren Blitzen. Den Typen da unten habe ich aber, okay. Ja, den hast du. Das hat schon so eine latent psychedelische Stimme mit der Musik und diesen gigantischen Pilzen im Himmel. Das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Was das? Okay. Ich bin auch eigentlich nicht so ein Sammler in Spielen, aber hier will ich auch immer direkt alles sammeln. Die ganzen Münzen, alles. Die ganzen Chamäleons. Wobei ich jetzt noch gar nicht. Oh, sorry. Ja? Wobei ich jetzt noch gar nicht gerafft habe, bringen mir die Münzen irgendwas schon? Das habe ich mich auch gefragt, was die eigentlich bringen. Wahrscheinlich kann man sich zwischen den Levels was kaufen damit oder so. Du bekommst halt so Preise bzw. Belohnungen später. Okay. Das können wir uns vielleicht auch nochmal angucken. Dieses Mal lasse ich sie aber weg. Also auf jeden Fall sind die nicht sinnlos. Okay. Also die machen das, dann explodieren sie, dann in der Zeit sollte ich sie. Jetzt kriseln die gleich. Ach, die werden dann schneller. Oh Gott. Du kannst ja auch hauen. Das erinnert mich an so einen Endgegner bei den Schlümpfen vom Gameboy. An so eine Schlange. Ich erinnere jetzt auch gerade an so einen Zelda-Endgegner. Echt? Ja, es gibt doch diesen. Bei welchem denn? Mit der Super Nintendo Zelda, Link to the Past, da gibt es auch so einen Caterpillar-Endgegner. Den man so die Gliedmaßen. Doch, du weißt nicht mehr, der ist in so einer Höhle und stimmt, ja. Ich hab was. Nein! Teile. Nein! Bei dem letzten Mal! Scheiße, da war ich zu voreilig. Wird alles von Bellas Zeit abgezogen. Ja. Bella hat eben schon gemeint, sie hat heute noch nichts gegessen. Aber. Bella, du kannst ruhig was essen gehen, kannst dein Mikro ausziehen. Nee, der Punkt ist natürlich, hier wird nicht schlecht sein.
weil Motion City. Nee, schlecht sieht mir hier tatsächlich auch noch genau, nicht. Genau, Motion City. Also ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn ich die, du solltest die Brille gleich abnehme. Ja. Doch. Aber aktuell, also wenn würdest du es jetzt, glaube ich, schon spüren, dass es irgendwie unwohl ist. Du musst unbedingt den Nils mal versuchen, hier quasi in die Sendung zu bekommen, weil der hat von allen Leuten die krasseste Motion Sickness. Oh, wirklich? Ja, das wusste der ich ist nicht. Richtig. Bei dem ist es richtig übel und es tut mir auch immer leid, weil er schon Bock natürlich hat auf die Technologie, aber bei den simpelsten Spielen schon nicht mehr. Yes! Sehr schön. Und der Riesenpilz. Ja, und da hast du auch schon das Ziel. Toll. Hast du sehr schön gemacht, Lisa. Danke. Ich muss jetzt. Ach, guck mal, und da sind meine drei Freunde. Achso, und da, ja, genau. Das war mit dem Touchpad, ne? Was muss ich jetzt machen? Jetzt musst du wie ein. Wer ist denn die Dinger? Ach, den hier ab. Genau, Touchpad. Zielen. Nein, hier. Wie heißt das analoge Vorbild für diese Touchpad-Variante? Zwille. Zwille. Danke, Lisa. Siehst du, das ist eine analoge Person noch. Ja. Ich kenne doch keine Zwillen. Was? Zwille, wie ist das? Eine App oder was? Zwille.net. Ja, genau. Geiles Spiel. Ja. Okay, cool. Dann nehme ich die Brille jetzt ab. Nimm die Zwille ruhig ab. Nimm die Zwille ab. Genau, nimm die Brille ab und übergib an Bella. Bitte nicht dich, nein. Aber in der Zwischenzeit würde ich sagen, während die Brille übergeben, gucken wir in einen kleinen Beitrag, denn ich habe mich mal hingesetzt und geguckt, wie kam es überhaupt zu der PlayStation VR? Weil VR ist ja schon ein Thema, was saulange irgendwie in den Köpfen der Leute ist, beziehungsweise immer so ein Traum war. Ja. Also wirklich, irgendwie selbst Nintendo hatte der den Virtual Boy und so, also es ist wirklich eine lange Historie, bis dann irgendwann PlayStation sich dazu entschieden hat, halt so ein PlayStation VR-Set rauszubringen. Und was es damit alles auf sich hat, das gucken wir uns doch jetzt einfach mal an. Bis gleich. Ach, Astrobot Rescue Mission. Ein VR-Titel, der ohne das Magic Lab gar nicht möglich gewesen wäre. Am 23. April 2014 präsentierte Sony in Person von Shuhei Yoshida, dem Chef der weltweiten Entwicklerstudios des PlayStation-Konzerns, erstmals Project Morpheus und damit das Ziel, die Zukunft der Spiele zu gestalten. Seitdem Richard Marx 1999 bei Sony anfing, hatte der Designer immer wieder darauf rumgedacht, wie man denn mit PlayStation-Spielen interagieren könnte. So war der Gute etwa bei der iToy-Kameratechnik beteiligt, dank der Millionen von Spielern und Spielerinnen vor ihrer PlayStation 2 zum Beispiel so rumgehampelt sind. Er versuchte auch, diesen seltsamen Roboterhund, Sonys Eyeball-Robot, mit der PlayStation 2 zu verbinden. Bis 2018 gab es mit diesen Dingern sogar eine Roboter-Fußball-WM. Ja, ohne Scheiß. Aber egal, wir schweifen ab. Seit 2016 arbeitet Richard Marx jedenfalls beim anfangs erwähnten Magic Lab, um technische Innovationen mit der PlayStation zu verbinden. Unter den vielen Projekten befand sich eines Tages auch PlayStation VR. Und ohne Magic Lab kein PSVR. Aber wie kam es dazu? Noch bevor das Magic Lab gegründet wurde, zählten die PlayStation Move Controller zu den größten Projekten des Teams. Japp! Das sind diese Dinger hier, die eine logische Folge des kulturellen Phänomens namens Wii waren. Ähnlich wie die Wii Remotes sollte diese Technik auch Casual-Spieler anziehen, die sonst eher weniger Zeit mit Videospielen verbringen. Remote, Kinect, PlayStation Move. Motion Controlling wurde seinerzeit zum größten Trend der Branche und Move ebenfalls zu einem Erfolg. Sonys Ingenieur Jeff Stafford war es, der die Move-Sticks am Kopf befestigte und damit eine neue Tracking-Mechanik entdeckte, die in einem Headset münden sollte. Da Stafford schon mit Augmented Reality-Technik vertraut war, sollte er sich nun in Sonys Abteilung für Peripheriegeräte der Virtual Reality widmen. Und das in Zusammenarbeit mit der Immersive Technology Group, die schon Konzepte für ein PlayStation VR-Headset parat hatte. Unter dem Codenamen Project Morpheus werkelte das Team um Stafford an mehreren Prototypen, um die unterschiedlichen Sichtfelder und andere technische Grundlagen auszuprobieren. Nachdem auch Sony Computer Entertainment Präsident Shuhei Yoshida und Hardware-Chef Kazuo Miura davon schwer beeindruckt waren, bekam das Project Morpheus grünes Licht. So kamen Kenntnisse und Techniker aus diversen Ressorts zusammen, um ein VR-Headset von Sony auf den Markt zu bringen. Laut Executive Vice President Masayusa Ito haben etwa 20% der insgesamt 7000 PlayStation-Mitarbeiter an der PlayStation VR mitgearbeitet.
Allein daran kann man sehen, wie schwierig und aufwendig der Plan war, Virtual Reality endlich massentauglich zu machen. Am 13. Oktober 2016 war es dann soweit. An diesem Tag erschien die PlayStation VR. Anfangspreis 399 Euro. Rechnet man die nötige und darin nicht enthaltene Kamera dazu, war man schon bei über 400 Euro. Ja, okay, auch die inzwischen 200 Euro teure Plattform ist nicht gerade günstig, aber da steckt nun mal auch ein ganzes Stückchen wertige Hard- und Software drin. Und die PSVR hat gegenüber den Kontrahenten zumindest den Vorteil, dass die Move-Controller der PlayStation 3 hier ihre Wiederverwendung finden können. Auch das ist zurückzuführen auf das Magic Lab und Jeff Stafford. Innerhalb von 2 Jahren wurden inzwischen 3 Millionen PlayStation VR-Headsets verkauft. Eine beachtliche Summe, auch wenn die Technik noch immer in den Kinderschuhen steckt. Viele von euch mögen beispielsweise mit Motion Sickness so ihre Probleme haben. Aber hey, ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass es ein Lernprozess ist. Dass der Körper sich an Virtual Reality gewöhnen kann. Und dass VR erst früh in der Entwicklungsphase steckt. Aber welche Potenziale diese technische Innovation mit sich bringt und welche Titel in den ersten beiden Jahren der PlayStation VR bisher am besten waren, das finden wir in der kommenden Folge heraus. Viel Spaß erstmal weiterhin mit den Ersteindrücken zu Astrobot. Ja, das war quasi die Geschichte von PlayStation VR. Ich wollte jetzt nicht so weit ausholen. Man könnte natürlich, habe ich ja schon davor gesagt, 100 Jahre zurückgehen fast schon, als die Leute so eine Idee davon hatten. Ja, ja. Also wir haben auch schon einige Specials dazu gemacht. Und es gibt hier wirklich ganz, es geht wirklich weit zurück, wenn man zum Thema VR ist. Alles Schrott, aber es geht weit zurück. Jetzt ist es endlich da, unter anderem Astrobot. Und in den nächsten Folgen werden wir auch noch ein bisschen mehr mit anderen Leuten, unter anderem mit Max Rockstar, drüber sprechen, was so seine VR-Erfahrungen waren, welche Spiele bisher die besten waren im PlayStation VR. Denn das Ganze ist ja seit über 2 Jahren jetzt draußen. Und da waren einige tolle Titel dabei. Und genau, im nächsten Beitrag geht es halt um die besten Titel in dem Astrobot. Aber erstmal würde ich sagen, lassen wir Bella Astrobot. Genau. Wir müssen uns nämlich langsam weiter durchs Spiel kämpfen, wechseln dabei die Leute, was nicht so smart ist, weil natürlich jeder sich neu einspielen muss. Bella, ja, voll. Hast du zugeguckt eben? Hast du ein bisschen Ahnung oder sollen wir dir helfen? Okay, perfekt. Dann Das ist sehr interessant. Das wusste ich, deswegen habe ich Bella nämlich ausgepickt. Ja. Weil, dann lassen wir dich bestenfalls mal auch ganz alleine mit der Erfahrung, oder? Wenn du Fragen hast, stell sie. Ansonsten mach mal, was du instinktiv denkst, was das Richtige ist. Geh mal zur Welt 1, genau. Ja. Da müsstest du ja das noch genau. Nicht. Aber du siehst ja unten immer, wenn was passiert, auswählen, steht immer die Tasten. Mhm. Du kannst auch auf deinen Controller gucken, im Spiel, meine ich, und dann gucken, wo die Tasten sind. Wo war Lisa jetzt gerade, oder ist es die dritte egal? Welt hatte sie und du musst die nächste. Nein, noch weiter? Noch weiter? Also noch weiter? Genau, und die vierte da. Nächste? Ja. Genau, die. Am seidenen Faden, okay. Was ist mit Hübsch? Weil Bella meinte zu mir nämlich immer, wir müssen unbedingt bei dir mal irgendwie hier VR ausprobieren und so. Und das wusste ich, das haben wir bisher noch nicht gemacht. Deswegen ist es jetzt wirklich die erste Virtual Reality-Erfahrung für Bella. Das ist halt. Was ich jetzt wieder. Großartig. Ich schaue jedes Mal gern dabei zu, wenn Leute es zum ersten Mal sehen. Auch dieser Aufbau ist mega flashig, jedes Mal. Auch wenn man es schon mehrfach gesehen hat. Da oben der Geier. Alter. Ist doch toll, okay. Ne? So. Wie komme ich jetzt vor? Dein Ziel ist, aus deinem Controller hüpft jetzt gleich, wenn du drauf drückst, ein Mannequins und mit dem läufst du rum und sammelst Münzen ein. Du kannst mit Quadrat schlagen. Alter. Und du kannst mit X springen. Okay. Und der Rest, den sagen wir dir, wenn es soweit ist. Du kannst dich vor allem überall umgucken, ne? Du kannst links, rechts, oben, unten. Ja, ja, das Schöne ist dann, ich so Höhenangst. Wie gut, dass ich die wieder. Guck mal bitte ganz kurz nach rechts. Unten rechts. Schau mal runter, runter, runter. Da. Ah. Okay, wollte nur, ich dachte, der wäre was, aber es ist nur. Und den ist das hier? Nee. Kannst du mal schlagen, vielleicht bringt es was. Da siehst du eine Münze. Gewalt zahlt. Und da muss ich jetzt drüber laufen? Genau, viel Spaß. Und, gut. Okay, wir lassen sie einfach mal. Lass sie mal. Da muss ich da drauf. Oh Gott, okay. Aber was passiert? Wir wissen nämlich auch nicht, wie es weitergeht hier. Oh, okay. Okay, das ist jetzt schon hart für mich, weil. Okay. Gott, stimmt, Bella hat ein bisschen Höhenangst. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Das ist auch ich renn. So ein Punkt, die. Sehr gut, sehr gut. Du kannst schnell. Zweimal X drücken. Nein. Dann hast du so ein Jetpack. Zweimal X ist Jetpack, okay. Aber das ist vielleicht hier gar nicht so richtig, gar nicht so gut. Mach mal lieber schlagen, das war schon okay.
So Ängste und Phobien, natürlich auch ein spannendes Thema bei VR. Mhm. Denn ich weiß zum Beispiel so einen Titel wie, ach, wie hieß denn das? Das, was auf dem Mars gespielt hat, wozu es zum ersten Mal diese Waffe gab. Ach ja, ja, ja. Ach, auch ein PlayStation VR-Titel. Fällt mir der Name leider nicht ein. Im Zweifel sag einfach Firewatch. Firewatch. Einfach alles ist aber Firewatch. Alles ist Firewatch. Nein, ich weiß, was du meinst, aber wir wissen gerade nicht. Und dort warst du halt auf dem Marsplaneten und hast halt einfach gegen so Riesenspinnen gekämpft. Das kannst du einem Buddy ja niemals zeigen, weil der halt einfach Spinnen fotografiert. Ja, dieses arachnoide Gegnerdesign, da hat mich auch, ich will nicht sagen abgeturnt, weil das so ist es ja nicht. Du darfst die immerhin abballern, aber es war schwer zu ertragen, wenn man gleichzeitig so eine gewisse Angst hat. Ja. Aber es gibt ja schon die ersten VR-Projekte außerhalb der PlayStation, wo mit den Ängsten gespielt wird und versucht wird, aber auch die Ängste abzubauen durch Konfrontation. Ja. Was natürlich, sagen wir mal, Spinnen. Wie weit kann ich mit so einem Jetpack fliegen? Wie bitte? Im Jetpack komme ich da jetzt hier so rüber zum Roten? Da bist oder? Ganz rüber nicht, nein. Ich muss würde jetzt sagen, oben. Versuch mal hier rechts irgendwo über diese Kanten zu klettern. Irgendwo kannst du hoch, genau. Da vielleicht. Kannst du an dieser Kante entlanglaufen, oben links? Ja, da versuche ich gerade jetzt. Ich guck mal kurz, wie das Spiel heißt. Oh Gott. Und jetzt? Vorsicht. Ich sehe nichts. Muss ich da... Oh, das ist gerade durchgespielt. Oh Gott, das ist eklig. Das ist aber echt... Jetzt es ist super hoch, vor allem für mich. Taste dich mal nach vorne. Wie komme ich? Also, kann ich mich bewegen? Na, also nach links solltest du nicht laufen. Nee, aber ich sehe nicht, was ich tun muss. Versuch da hinten auf den... Also kann... Oh. Das ist jetzt echt schwierig für jemanden, der da neu ist in dem Thema. Hauen, genau. Alles gut. Aber also. Weg sehr ist er. Gut. Achso, guck mal, das ist man auch hier nicht so richtig, dass da natürlich noch eine Plattform zwischen ist. Ja. Ich sehe das gerade auch. Das heißt, du musst darauf und dann zu dem Grauen davor... Was? Worüber? Ach, da hoch, ne? Ja. Das ist natürlich in 2D ein bisschen schwierig zu sehen. Nee. Wenn du kannst, ja. Du musst ein bisschen höher springen und dann erst den Turbo aktivieren. Aha. Ja, sehr schön. Okay. Jetzt vorsichtig, oh Gott. Nur den Münzen voll. Was ich gesucht habe übrigens, Farpoint, so hieß es. Farpoint, natürlich, ja. Und dazu gab es eben diesen Zielcontroller, der ja auch bei Firewall dann eingesetzt wurde. Ja, wobei ich sagen muss, mir hat Farpoint gut gefallen. Ich fand Firewall aber noch irgendwie besser, weil ich, es ist halt weniger Gemetzel und eben gezielteres Counter-Strike-artiges Schießen. Ja. Das hat mir schon mehr Bock gemacht. Ja, und auch das Competitive-Ding. Das Ding macht, genau. Bella, du müsstest dich wieder so halb auf den Hocker setzen, weil... Aber ich gerne, okay. Ja, danke. Gerne. Wir wollen dich ja natürlich sehen. Ich mag das auch, dass man um die Ecke schauen muss und wirklich mit dieser Perspektive halt die ganze Zeit... Aber jetzt muss ich wieder aufstehen, sonst sehe ich doch nichts, oder? Also, oder kann ich mein Bild auch noch irgendwie... Noch so nach vorne beugen und so ist kein Problem. Fast. Ich hab vergessen, nach vorne zu drücken, bin mir ehrlich. Nein! Und, schade. Ja, das wird, also das ist ja, ist wieder super, ist das mit Höhe. Das ist natürlich auch schon echt herausfordernd. Ja, die erste VR-Erfahrung von Bella und dann gleich so ein Level. Zum Schädel komme ich ja immer. Hey. Aber wir wollten natürlich nicht tausendmal das Tutorial zeigen. Nee, genau so ist es ja richtig. Erfolg ist auch nicht wichtig. Viel vom Spiel, man sieht aber auch, wie es graduell immer schwieriger wird. Und man sieht auch, zum einen, wie herausfordernd das ist, aber zum anderen auch, dass es trotzdem Spaß macht, sich diese Herausforderungen dann eben zu stellen, auch für Neulinge. Ist natürlich auch ein bisschen tricky, da hast du ja keinen Anlauf, ne? Nee, oder fällt aber so fast gut. Aber ich war jetzt auch einfach auf der falschen Höhe. Also, falsche. Wo bin ich? Ich bin einfach dann gegen Felsen geflogen. Da bin ich ja mal gespannt, was wir denn. Ob ich das schaffe? Für ein Battle machen. Ich habe mir auch schon überlegt, welches Level wir nehmen. Das sollte auf jeden Fall späteren sein. Das sind hier schon, wenn sowas hier ist, dann ist fast schon eine Ecke zu knifflig. Wir können auch direkt die Herausforderungen gegeneinander spielen. Das werden wir mal schauen, wie wir das machen, weil es gibt ja dazu dann noch 26 Herausforderungen, die so ein bisschen kürzer sind. Aber ich fand den Ansatz ganz nett, zu schauen, wer schneller ist.
Bella, du musst springen und dann erst den Laser aktivieren. Du darfst nicht von Anfang an. Ja, aber. Du darfst auch nicht lange geradeaus rumstehen. Du musst dich schon immer nach vorne bewegen. Einfach springen, dann kurz aktivieren und dann. Ja, ja, siehst du, du aktivierst erst und lenkst dann. Ach so. Das ist der Fehler. Am besten mit anderen. Nein, siehst du, genau das ist falsch. Springen also, und dann spät in der Luft aktivieren, während du halt. Ja, aber dann vor schneller. Du musst dich ja schon bewegen. Du musst quasi das Momentum ausnutzen. Ich hab's ja vor, ich bin ja hier auch vorhin schon drüber gekommen, ne? Nee. Ist noch in der Lernphase. Ja. Ja. Es ist auch wirklich doof jetzt, weil du ey, auf die Entfernung, du kannst, was zu steuern, ist natürlich schwer. Versuch ein bisschen mit Anlauf zu nehmen. Okay. Spring, aber nicht von da. Ja, genau. Das war was. Weil aber das genau das, was du jetzt gelernt hast, wirst du hier brauchen, sonst kommst du nicht rüber. Du darfst nicht hochspringen und dann starten, sondern du musst direkt. Okay, aber. Und du musst auch ein bisschen näher, genau, an der Wand entlang. Und dann aber. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ja! Jawohl! Hey, okay! Hey, jetzt nicht übermütig werden! Die Münzen einfach da Scheiß lassen. Auf die Münzen. Ja, genau. Wo geht's denn hier okay. entlang? Links. Okay, auf dem grauen Ding balancieren. Vorsicht! Nee, Vorsicht! Ja, doch, das ist okay. Okay, und jetzt, wir haben keinen Checkpoint. Du musst. Darfst nicht sterben. Da geht's jetzt weiter? Du darfst nicht sterben. Nee. Ah, darüber, ne? Ich darf nicht sterben. Du musst dahin, wo das, wo diese Holzlatten sind und das mit deinem Kopf durchschlagen. Okay. Und zwar nicht, also mit deinem Kopf, nicht mit dem kleinen Kopf. Ah! Oh, was mit meinem Kopf? Egal, da kommen wir jetzt da kommen wir nie hin. Nein, nein, sag mal. Ja, du hast es. Gut. Ach, haben, Gott sei Dank. Sie hatten Mitleid. Den haben wir übersehen. Weil sehr schön. Aber ich dachte, man muss den aktivieren. Jawohl, so macht man die alle. Wo bist du denn? Den auch? Vorsicht, der schießt. Oder was? Ja, kannst auch vorbeilaufen, genau. Da musst du mit deinem Kopf jetzt so, also mit deinem, genau. Wie? Dagegen. Wie viel Freude die hat. Das, genau, meinst du das? Yeah. So ging es mir aber auch bei diesem Multiplayer-Spiel, wo das Riesenmonster in der Stadt die vier Astrobots verfolgt. Mhm, also, stimmt, das kannst du ja auch jedes Mal lachen, wenn man dann irgendwie so einen Helikopter headbangt oder so. Konnte man das nicht sogar zusammenspielen? Ja, die einen sind weggerannt, muss ich jetzt, der andere genau. musste sie verfolgen und auch... Das Monster hat quasi auch gesprochen, so wie derjenige, der die Brille hatte. Und das fand ich so lustig. Ich hatte echt ein paar sehr schöne Ideen. Schau mal auf den Bildschirm, da wird gezeigt, dass es... Ah, ist ja interessant. Und jetzt muss dann der... Genau, und so arbeitest du halt quasi irgendwann auch immer mehr mit Astrobot zusammen. Das ist das Schöne. Das ist herrlich. Ja, das ist ziemlich cool gemacht. Das wird ja auch immer so schön visualisiert mit diesem Seil. Und jetzt? Ja, jetzt musst du, glaube ich, das machen, was da rechts gezeigt wird. Mhm. Du musst ihn so schnicken. Was hab ich schon? Ja, ihn wegschießen. Ah, ihn wegschießen? Muss ich sich umdrehen? Vom Touchpad aus. Aber mit was? Ah, zurück. Ah! Ja, du musst es ziehen. Das ist, natürlich. Das ist der Gedanke, okay. Und da? Auch schon wieder ein Weilchen her. Stimmt. Jawohl. Kann ich da drüben landen? Hm. Oh. Nein! Ah, da ist wieder dieser... Genau. Ach, das war wieder so ein... Ah, verstehe. Okay. Ja, alles klar. Was wollte der mir jetzt sagen? Nein! Ja, Vorsicht. Einige haben auch Stachel. Ich dachte gerade irgendwie schon, wie blöd das ist. Du kannst die nämlich auch mit deinem Laser dann. Ach so, genau, hochspringen und belasern? Ja, genau. Das geht auch. Das ist vielleicht einfacher. Oder so. Okay. Muss ich die Dinger? Nee. Kannst du, musst du nicht. Sagen wir, sind jetzt nicht zu kleinlich. Geht's da weiter? Ja. Ich wollte auch gerade um die Ecke gucken, ne? Ja. Die Zuschauer sitzen auch alle so da. Ah. Oh Gott, das ist typisch. Natürlich schaffe ich das nicht. Du bist runtergefallen. Aber oder du bist du noch da? Bist noch irgendwo bist du noch. Da unten bin ich. Da unten bin ich. Aber komm, kannst du links einen retten noch. Oh, das ist aber echt weit weg. Und? Hauen? Einfach hauen. Jawohl. Da freut er sich. Das ist ja herrlich. Oh, jetzt musst du da unten, schau mal nach unten, auf die Plattform rechts. Okay. Ja, dahin, dann. Genau. Da. Eieiei. Sauber. Oh. Oh, das ist eine geile Idee. Oh.
Okay. Jetzt musst du wieder mit dem Touchpad arbeiten, wie vorhin, genau. Achso, ich muss ihn treffen, oder wie? Und, nee. Ich glaube, du hast das Seil jetzt schon gespannt. Ja, aber achso, achso, der muss da hoch. Rumlaufen, oder? Das ist die Frage. Ja. Weiß es nicht. Oder kannst du jetzt ziehen? Jetzt ziehen wie vorhin, nach damit du... Ziehen. Ja. Ah, okay. Ach, nee, so wie so ein Stöpsel, ne, den man rauszieht. Hm. Ich muss... Okay, klar. Jetzt ja, musst du das da wieder treffen. Ah. Das Blau... Ja! Und dann stöpselmäßig ja. ziehen. Nee, muss man nicht. Genau, das diesmal rüberbalancieren. Naja, logisch. Jawohl! Aber guck mal, der Lernprozess... Ist nicht bieten, ja, genau. Der Lernprozess... Hauen habe ich gleich in okay. Hm. Kann ich auch einfach nach oben machen? Nicht. Da drüben. Okay, jetzt sind sie schon zu kurz. Von hier vielleicht? Ja, versuch mal den da rechts zu treffen, erstmal. Genau, aber dann muss ich ja wieder meinen. Nein. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du da direkt drauf kommst. Ja. Also da oben? Hm. Ich glaube auch, du musst von links. Von links hoch, ne? Oder? Aber. Oh ja, sehr gut. Und ihn muss ich... Oh, what? Da ist sie gerissen. Wie ist das denn? Was? Wie konnte das denn passieren? Aber wir haben doch extra nichts gefrühstückt. ich glaube, ja. Ja? Ich glaube, du kannst da hinschießen und dann mal zurückziehen. Okay. Mit dem Seil. Ich glaube, dann bricht da was weg oder so. Kann das sein? Mhm. Nee. Okay, mein Fehler. Aber... dass das sich irgendwie verändert. Aber liegt es an dem nach? Deswegen ist es gerissen, weil Bella gezogen hat. Nee. Ja. Echt? Wahrscheinlich schon. Meinst du? Aber wenn du jetzt... Ja, und jetzt? Cool. Aber wie kommst du jetzt? Und vielleicht muss ich vorher springen, oder? Nein. Ja. Auf das Seil davor kommst du auch nicht rauf, ne? Nee, ach so, von hier nach oben? Nee, ist... Kannst du das... Ah! Okay. Ja, das... Okay. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ach so. Naja, der Gedanke ist schon richtig. Der muss erstmal... Aber dann... wieso kriege ich jetzt ihn nicht... Ah, jetzt... Das ist einfach zu viel parallel für mich. Ja, aber es läuft eigentlich ganz gut. Also, ja. Der Lernprozess ist sichtbar. Ja? Sehr schön. Bella, sind diese großen, klimpernden Münzen völlig egal. Ah, jetzt. Die rusht straight durch. Oh, jetzt kommen sie auch noch rüber. Ja, aber jetzt, das ist ganz gut. Jetzt ist richtig scheiße. Warte versuch mal. Einfach wegzuschlagen. Ey, mal ein bisschen. Du kannst ja einfach hauen, du kannst dich ja genau. Ach. Oh. Ich muss hier nochmal. Ach so. Nee, das ist egal. Go, 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 go! Okay. Und jetzt nochmal das Gleiche. Oh Gott, ich habe gerade auch so ein bisschen gedacht, mein Stuhl bewegt sich und fliegt in den Abgrund, ey. Ich habe leider auch nur noch eine Viertelstunde Zeit. Wie viel? Ja, aber ich bin schon für den ersten Test. Ah ja. Ach, Arno ist auch noch. Wir haben ja noch Arno. Das wird eng. Haben wir auch noch. Oh, so ist das also. Keine Angst. Arno versucht hier schon mal zu klären, dass eventuell die Folge im Giftschrank verschwindet. Falls er sich, das kann nicht, falls er sich nicht gut schlägt. Dann werde ich mit meinem Leben werde ich diese Folge verteidigen. Sie ist jetzt schon zu gut. Oh Gott. Okay, sehr gut. Machen Sie es. Ist das der winkende Mensch mein Ziel? Und jetzt ein kleiner Hops für einen Astrobot. Oh. Jawohl. Jawohl. Ich würde mich eigentlich mehr gern umgucken, aber ich hab dann...
So, den retten wir noch, dann rechts runter und dann können wir speichern. Oh, Folge den Münzen. Links, nein, oh. Also haben wir den. Ah. Auf jeden Fall, bevor du irgendwo runterfällst. Ja. Genau, danke. Und jetzt muss ich aber. Ich würde was sagen. Jetzt musst du zupfen. Ja, hier ist doch das Ende. Das sieht man doch. Ich würde also, ja, ein bisschen ist noch, aber. Ich glaube. Wir genießen die Aussicht. Boah. Ja, aber den Level müssen wir doch so oder so schaffen. Dann wir könnten wir zwischendurch tauschen. Das meine ich ja. Wollen das wir dann eventuell? Weil es sonst zu lang ja, wird. Weil du sollen wir hier warst. Tauschen? Bella. Ja, mach vielleicht eine Pause. Ja, mach mal eine Pause auf. Und ihr tauscht kurz die wo muss ich, was muss Headsets ich tun? Aus. Rechts neben dem Touchpad. Da ist der Options-Button, da drückst du einmal rauf. Kannst du nur aber auch einfach stehen bleiben. Ja, genau. Oder so. Genau. Und, ich weiß nicht, was du damit meinst. Dann switchen wir einmal und dann spielt tatsächlich Arno. Ich freue mich schon drauf. Ich auch. Alter. Geschickt haben sie es gelöst, dass jetzt nur noch ganz wenig Zeit ist, Arno, für dein Gameplay. Verdammt! Aber dafür kriegst du auch, und das ist jetzt eigentlich unfair, du kriegst wirklich mitten die härteste, den härtesten Level, den wir bisher haben. Ja, ich habe das Tutorial gespielt, was total schwachsinnig ist, dass ich das spiele. Und dir jetzt viel Spaß bei Level 1.5. Du wirst direkt ins kalte Wasser geworfen. Ja. Kann mal kurz jemand Arno noch zeigen, wie man es aufzieht? Hinten ist so ein Button. Ja, wird schon. Ja? Wird schon gemacht. Aber ich finde, dass sich alle. Moment, Controller erklären wir dir gleich. Du siehst ihn auch im Spiel. Wichtig ist, dass du hinten hier. Arno, hinten ist so ein Button. Damit kannst du genau. Damit kannst du es spannen. Und dann hast du vorne an dem Headset, unten rechts, kannst du auch noch. Ne? Ich finde ja, dass sich alle bisher sehr gut geschlagen haben. Kannst du dir mal kurz zeigen, wo dieser Button ist, damit ich das scharf stellen kann? Genau so. Greif mal die Brille, Arno, und dann, wo der rechter Daumen ist. Ich kann nicht nochmal. Nee, ist alles okay. So wie du es jetzt siehst, ist es okay oder ist es unscharf? Danke, Bella. Das war eben schärfer. Dann, genau. Greif mal dir selbst an die Brille, Arno. Ganz kurz, mit beiden Händen. Genau. Und jetzt, wo dein rechter Daumen ist, da ist ein Button unten, unter der Brille. Siehst du den? Spürst du den? Und wenn du den drückst, kannst du nach vorne oder nach hinten so ein bisschen verstellen. Ja. Gedrückt hältst, meine ich. Dann kannst du so rausziehen. Und du kannst sie ein bisschen nach unten. Jetzt, oder? Jetzt. Oh, genau, ja. Und das hilft oft nochmal, um es schärfer zu stellen. Eigentlich übrigens ein echt simples Prinzip. Ne? Es gibt ja so viele Brillen und ich finde immer wieder, dass es für um es anzuziehen, echt ein geiles Modell ist. Zum Beispiel bei Jack. Und dann machst du einmal noch so, fertig. Ich finde es ja bei Oculus zum Beispiel nicht so geil. Meine ich, es geht noch nicht los, ne? Super nervig. Ja. Alles, was du so raus und nochmal. Ist halt okay, ultra unscharf, ne? Echt? Da musst du ein bisschen da musst du deine Brille neu so ein bisschen nach vorne oder hinten ich muss einstellen. Oder drück die mal ein bisschen nach unten. Also runter weiter zur Nase. Ja, und weiter runter ist besser, genau. Genau. Das ist nämlich häufiger. Und dann hinten halt ein bisschen höher, damit die besser sitzt. Ist cool. Ist natürlich besser, wenn du. Also, Arno, ist besser, wenn du es selbst machst. Ach so. Genau, weil du es ja siehst. Aber ich habe ja nur die. Muss das hier schon synchronisiert sein? Ja. Aber das funktioniert ja auch. Jetzt schon also wir sehen deinen Controller. Jetzt schon die Überforderung. Na gut, er wird gerade mit Schleim vollgespritzt. Während er ich versuch's einfach mal, komm. Ich kann die Verwirrung verstehen. So, folgendes. Wir müssen dir leider erklären, wie das jetzt hier funktioniert, weil das kannst du gar nicht wissen. Du musst mit dem Touchpad, das ist in der Mitte von deinem. Siehst du genau, dein Pad hat in der Mitte diese, was ist das, eine Winde. Und da kannst du irgendwie mit schießen. Wenn und die musst du gegen diesen Schleimbolzen schießen. Wenn du auf den Touchpad nach vorne slidest mit deinem Finger, das Touchpad ist das in der genau, Mitte. Genau. Dann kannst du ihn abschießen. Jawohl. Okay. Wenn du triffst. Wo muss man eigentlich hinschießen mit dem? Achso, weiter nach ganz oben. Ganz oben, du musst nach oben gucken, Arno. Oben auf, den, nach oben auf den Ballon quasi. Ach so, sag das doch. Ah ja, so funktioniert's. Ja, ja. Und jetzt kannst du ziehen. Jetzt hast du einen Stöpsel und jetzt kannst du ihm so die Luft rauslassen, indem du mit dem Touchpad zu dir ziehst. Oder den Controller. Ja, ach, den Controller alleine reicht. Mhm. Ja, super. Ah, perfekt. Arno, Naturtalent. Ja, ja. Ja, okay. Wirklich. Okay, also so, das heißt, ich hab die Finger in den Daumen die ganze Zeit auf dem Touchpad. Jetzt brauchst du es nicht mehr. Ach so, das war jetzt nur für den Start. Das war nur um dieses eine Seite. Oh, okay, alles klar. Und jetzt steuerst du mit beiden Controllern unten das Mannequin. Da, siehst du das? Ja, genau, den. Der hat auch die Brille auf, wie du. Und den kannst du steuern. Einfach ganz normal. Mit den Daumen, also da, wo deine Daumen, genau, diese beiden Knöppel. Ja, ja, die habe ich ja, die drücke ich ja. Nein, das sind die falschen. Ich meine, da, wo deine. Wie erkläre ich das? Auf der Mitte von, unter dem Teil, links und rechts vom Touchpad, wo du gerade gedrückt hast. Links und rechts, da sind zwei Knüppel. Genau. Ach, ja, die, ja, ja, genau. Ja, und mit X springst du
dann kannst du nochmal drücken und dann hast du so einen Antrieb. Also drück mal in der Luft nochmal X. Alles klar. Jetzt kannst du alles. Jetzt okay. Hast du alles. Schlagen und das Quadrat? Ist hauen. Hauen? Und den brauchst du nicht. Und was ist mit dem, Sekunde? Mit das Trackpad brauche ich nicht mehr. Nee, wir sagen dir, wenn du es brauchst. Genau, ab und zu brauchst du es, aber dann sagen wir es dir, weil es echt unfair ist. Jetzt musst du da rüber springen und in die Zielschranke rein. Springen wir hier. Okay. Und dann versuchen wir noch ein Level, dass das noch mal härter ist. Oh, okay. Arno, das wird jetzt echt hart, aber das wird auch lustig. Einmal rauf da. Ja, auf die Plattform und dann den nächsten Level wählen, weil du gerade am Ende bist des vorletzten Levels. So, jetzt? Ich beneide dich jetzt echt nicht. Jetzt kannst du schießen, wie eine Wieso Zwille. Wieso bin ich jetzt bei mir auf meinem Controller? Ja, wie eine Zwille kannst du den jetzt so durch die Ringe schießen oben. Indem du mit dem Finger, stell dir vor, es wäre eine Zwille, gespannt. Ich hab's akustisch nicht verstanden. Eine Zwille, wie heißt das denn? Eine Zwille, du kannst den verschießen. Mit dem Trackpad wieder. Genau, so wie mit so einem Gummi, da ist so ein Gummi gespannt. Du musst ziehen zurück zu dir. Ja, genau so. Und dann ziele. Wo will ich hinspringen? Durch so ein Loch? Durch die beiden Ringe, wenn die konvergieren. Ah, okay, alles klar. Zack. Ja, hallo. Ja, logisch. Jetzt mega. Das erste Mal, dass das einer geschafft hat. Ich bin beeindruckt. Das ist ja fantastisch. Also du bist auf jeden Fall, auch wenn es für dich anders wirkt, du bist nicht schlecht, Arno. Du machst es eigentlich ganz gut. Aber es sieht toll aus, oder? Wie das sich so auf- und abbaut. Supergeil. Genau, jetzt wäre gleich das nächste Level und dann hast du noch ein paar Minuten. Nee, nicht das letzte, das nächste. Aber das letzte von dieser Welt ist der nächste. Ja. Ich wette, da kommt jetzt ein Digger. Muss ich irgendwas machen? Ja. Zählt kurz die Punkte runter, gleich da. Das musst du aktivieren. Was muss ich machen? Oh, warte Moment. Mal. Haben wir nicht Kannst genug, du mal noch weiter drehen? Haben wir nicht genug Freunde gesammelt? Shit, wir haben nicht genug. Ist egal, spiel die. Dann spiel, das ist vielleicht nicht schlecht. Das will dann doch nicht so hart. Hallo. Wenn du nochmal das erste Level warst, glaube ich, jetzt. Ja, 1-2 hat er, glaube ich. Aber ist okay. Mach das ruhig, Arno. Was soll ich machen? Alles redet gar nichts eigentlich. Da oben das Pad rein. In diese. Ja, genau. In den Geist. Sandro. Wo bin ich denn? Ach, da. Und den musst du jetzt. Genau. Und jetzt einfach die Münzen abräumen. Laufen, sammeln, hauen. Ich höre jetzt schon krass. Ich lese jetzt schon die Kommentare knallhart durchgenommen mit Arno, bitte. Ja, die wollen das. Ja, es wäre auch geil. Also, ich finde es lustig. Ist das ein Feind? Der ist ein Feind. Alle sind Feinde. Außer die kleinen Blauen sind lieb. Die kannst du entweder schlagen oder mit deinem Laser genau. auch kaputt machen. Also. Ja. Ich wollte jetzt nicht töten sagen. Betäuben. So, wo geht's lang? Links rum. Genau. Ach, da. Uah! Krass! Alter! Den hau ich um. Den musst du genau hauen. Den musst du hauen. Ah, falscher Knopf! Ja, ist nicht schlimm. Jetzt kommst du nicht mehr hin. Oh. jetzt fängst du unten wieder an. Das macht so viel Spaß. Das Zuschauen macht echt Bock, ja. Boah, Alter, das ist ja krass. Da bin ich wegschwindelig. Hast du Höhenangst? Was für ein Ding? Höhenangst. Eigentlich nicht. Eigentlich. Gott sei Dank. Ich glaube, das ist wirklich schwierig dann. Sollte ich ein bisschen schneller vorangehen? Hol ich mir das einfach? Alles richtig. Kein Feind. Und jetzt kannst du mit deinem Kopf das Ding da einhauen oben. Da oben mit meinem Kopf? Also nicht mit deiner Figur, sondern mit deinem echten Kopf. Wie, echt? Ja, mit deinem Kopf. Du musst ein bisschen näher rein, ja? So, und jetzt? Ach ja, rüber. Und die Münzen abräumen. Natürlich. Schön. Oh. Ja, das soll so sein. Du musst natürlich doppelt. Ach, echt? Ja auch. Und jetzt wieder den Kopf einhauen oder was? Ja, du kannst genau. Einfach laufen, weiterlaufen, bis du nah dran bist. Das sind ja auch Lernprozesse, die man da einfach hat. Boah! Da musst du mit dem Laser drüber springen. Das ja. Scheiße, wie kann ich da weiterspringen? Na, mit dem Laser. Also du hast ja deinen Antrieb. Wo ist der Laser nochmal? Nochmal X. In der Luft. Ach, zweimal ineinander, nicht gedrückt lassen. Genau. Ach so, ich hab's einfach gedrückt gelassen. Also ich muss dann sagen, nochmal Gas geben. Genau, einmal drücken, zweimal drücken. Ja. Und dann gedrückt lassen. Das wusste ich nicht. Ich dachte einfach gedrückt halten. Aber so ist ja gar kein Problem. Ah! Oh, das ist ja lustig, dass man da runterrutscht. Was ist denn der Magnet? Nichts. Jetzt da auf die Kante oder was? Genau. Und dann? Und dann springen und dann wieder mit dem Laser weiterkommen. Ah, okay, alles klar. Ab jetzt wird's ein bisschen kniffliger. Ach, ey, ich hab dich eigentlich zuerst erwischt. Okay, jetzt mach ich's.
Sind die Münzen eigentlich wichtig? Ja, aber wir brauchen eher die Freunde. Also die, genauso aussehen wie du. Siehst du, da unten links ist noch einer. Ja. Ach, shit! Arno, du kannst mir uns gleich helfen. Mach erstmal. Du musst gleich noch einen retten. Wie viel haben wir denn, was glaubst du? Wir haben nur nicht so viel. Ich glaube, wir hätten gucken können auf unserem Controller. Wir haben vielleicht 18 oder so. Meinst du, so viele schon? Ich hätte jetzt eher gesagt, unter 10. Wie viel haben wir denn gesammelt? Naja, aber pro Level sind ja eigentlich 8 zu finden. Wir können doch nicht so... Ja, Alter. Ich hätte nicht so gegen 18, aber 20 haben wir schon mal gar nicht. Alter! Ja, und oh, mach die mal alle. Töte sie! Bevor sie ihre Stachel ausfahren. Jawohl. Gut. So, und jetzt wo lang? Da hoch. Na Moment, kannst du mir einen Gefallen tun, Arno? Ja, klar. Runter, hier links runter. Da runter hüpfen. Da ist so ein kleiner Typ, den du befreien musst. Wo denn? Das Loch links. Links? Ganz links, wenn du nach links guckst. Das hier? Nee, ein bisschen weiter. Geh mal mit dem Mannequin weiter nach links. Genau. Weiter. Jetzt da runter. Da siehst du, da steht einer. Ja. Und zu dem müssen wir. Und den platthauen? Nee, ja, einmal auf den draufhauen. Das heißt, ich springe runter und springe dann nochmal in die Luke rein. Genau. Und muss ich den platthauen oder einfach nur treffen? Einmal hauen. Einmal hauen, ja. Ich weiß nicht, wie du. Achso, doch. Versuch's mal. Ich hab einen Plan. Okay. Ja! Yes. Super gut, einfach einmal hauen. Jawohl! Geil. Das ist gut. Und jetzt? Jetzt kann man einfach nur weiterlaufen, du kommst gleich hoch. Ja. Ah! So. Okay, cool. Ah, perfekt. Jetzt haben wir wissen nicht, wie viele. Ich fand, das war ziemlich cool eben. Ja. Wie komme ich da jetzt hoch? Schau mal rechts. Da ist wieder ach, so ein... Ja, das. Rechts unten auf dem Boden, wo du eben warst, da ist so ein rundes Ding, wo du meintest, soll ich das? Genau. Und das hier. Kugel. Da rein einfach. Die kannst du feuern. Da wird dir gezeigt, was du... Reingehen? Ja, geh mal und guck's dir an. Du kannst sie nehmen und werfen. Wie nehme ich denn? Hauen oder was? Hauen, glaube ich. Ja. Und jetzt kannst du sie links neben das Ding werfen. Werfen auch mit Hauen? Ich denke ja. Und wohin werfen? Da, dieses... Das Screen. Nee, wie heißt das Ding? Das Gesicht, die Explosion. Dieses Schild, oder? Ah, ja, Schild. Das habe ich erst nicht gesehen, jetzt sehe ich's. Aber wie nennt man das? Einfach nochmal werfen. Jawohl, und da ist irgendwo noch eins. Links oder oben oder so. Irgendwo ist noch eins. Ah ja, ich sehe es. Sind insgesamt, glaube ich, 3. Oh! Da habe ich selbst abgeschossen, auch nicht schlecht. Wenn du jetzt da rechts hinguckst, auf dieses Schild. Ja, jetzt. Genau. Immer dahin, wo du guckst. Ja. Ist auch sehr gut gemacht. Das habe ich alles gerade gecheckt. Ganz viel. Wo ist noch so ein Ding? Ach, da. Du musst noch mehr hingucken. Das meine ich ja mit dieser Einsteiger. Noch ein bisschen mehr hingucken, Arno. Da, jetzt. Diese Einsteigerfreundlichkeit einfach. Das ist super. Ich fühle mich jetzt echt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich brauche Lob. Ja, du bist super. Danke. Arno, wirklich, ja. So, wo? Habe ich aber auch nicht gezweifelt. Oh, da ist auch noch eins. Genau, das ist noch eins. Nein, wirklich. Oh, das ist natürlich schwer, einfach reingeworfen zu werden ins kalte Wasser. Aber das machst du echt gut. Leider haben wir nicht mehr so viel Zeit. Moment, aber kurz den Kran kann man noch machen. Ja. Der Kran muss noch... Oh, die Kran. Los. Jawohl. Jetzt? Jetzt würde es theoretisch hier weitergehen. Aber ich weiß nicht, wir haben keine Zeit mehr, Arno. Tut uns leid. Tut uns echt leid. Aber wenn du Bock hast auf den Kanal durchgenommen mit Astrobot, dann gib Bescheid. Es steht auf jeden Fall zur Option. Sony kann sich das auch mal überlegen. Wo sonst? Ne? Ich glaube, Arno ist der Geschäftsführer noch selbst? Wo sonst zockt der Geschäftsführer noch selbst? Ich glaube, Arno wird heute auch nicht mehr diese Brille abnehmen, wenn ich das richtig sehe. Aber wir müssen leider zum Ende kommen. Okay. Aber das heißt ja nichts, denn das war ja erst die erste Sendung von den dreien. Hat ihm sehr gefallen, glaube ich. Arno, was sagst du? Geil, super geil. Nice. Das war ja nur die erste von drei Sendungen. Wir haben ja noch in der zweiten Session spielen unter anderem noch Lars und Andreas. Oh, okay. Und in der dritten Session werden wir uns ja dann battlen und mal gucken, oh, kleiner Bungee-Sprung zum Ende. Wer besser klarkommt. Schön. Und ja, genau, das war erstmal die erste Session. Ich finde, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, es war toll. Danke auch Arno, danke an alle, die Zeit hatten, Lisa, Bella und das war voll. Ein schönes Durchgereiche hier. Denkt aber dran, wenn ihr Bock habt auf Astrobot, dann könnt ihr beim Gewinnspiel mitmachen. Das könnt ihr bei Twitter und Facebook sehen. Einfach. Darf ich da auch mitmachen? Nein, nicht Mitarbeiter. Immer ausgeschlossen. Ihr müsst nämlich, oder du kannst trotzdem richtig cool zeichnen, dann kannst du trotzdem mitmachen. Einfach so, damit es da ist, Arno. Und zwar müsst ihr entweder zeichnen oder bei Photoshop könnt ihr Astrobot in euer Lieblingsspiel einbauen. Und wenn das ein richtig schönes Ding ist, dann könnt ihr nämlich
das PlayStation VR-Headset gewinnen plus Astrobot Rescue Mission. Und der zweite und dritte bekommen jeweils immerhin das Spiel. Das lohnt sich. Das lohnt sich, guckt aber bei Twitter und Facebook bei uns vorbei. Da steht das alles nochmal ganz genau, wie ihr da mitmachen könnt. Genau, das war's mit der ersten Session. Ich freue mich schon auf die nächsten beiden. Mhm, ich auch. Und gucken mal, wie die anderen sich dann noch schlagen. Danke auf jeden Fall an Arno und Co. und alle und danke euch fürs Zuschauen. Das war's erstmal mit Astrobot Rescue Mission. Hier geht es gleich weiter mit Game 2. Kommt jetzt, genau. Und dann nächste Woche, Mittwoch geht's weiter. Müsst ihr mal in den Sendeplan schauen. Und Freitag geht's dann auch mit der dritten Runde nochmal weiter. Wir sind erstmal raus. Tschüssi.